Ja, hallo Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute habe ich ein sehr schönes Thema ausgesucht, und zwar die berühmten, kann man schon fast sagen, Wandmalereien von Sri Lanka, die Murals, wie man international auf Englisch sagt. Diese Wandmalereien wurden auf eine Regierungsinitiative hin im Dezember 2019 gestartet. Im Januar, Februar haben die auch noch gemalt, und ich war den ganzen Winter über in Sri Lanka und habe mir dann Zeit genommen, mit dem Motorrad rumzufahren und viele dieser Bilder zu sammeln, die wir jetzt sehen werden in einem Zusammenschnitt. Textlich gibt es im Internet nicht so viel. Einen recht guten Text habe ich gefunden. Der steht dann unten in der Videobeschreibung. Aber so die ersten paar Zeilen möchte ich hier dann doch mal vorlesen. Und zwar: Der genaue Ursprung der neuen Welle von Wandmalereien in Sri Lanka ist unbekannt. Die Kunstwerke tauchten Ende 2019 massenhaft auf, als Rajapaksa mit einem Erdrutschsieg Präsident wurde. Inmitten der Geschichte über den Beginn einer globalen Pandemie und eines stark polarisierten politischen Klimas machten sich die Menschen in Sri Lanka an die Wände, um ihre Viertel zu verschönern. Die Medien schrieben die Arbeiten einer Welle jugendlichen Enthusiasmus in einer Zeit des nationalen und lokalen Stolzes zu und priesen sie als neutrale Aktion, den städtischen Raum zu verschönern. Die Werke offenbaren jedoch auch eine grundlegende Wahrheit über Identität und Politik im heutigen Sri Lanka. Die meisten zeigen singalesische Herkunftsthematiken und so weiter und so weiter. Wie gesagt, der Text steht dann unten. Dann fangen wir mal an. Ich hoffe, dass ihr dabei bleibt bis zum Schluss. Es lohnt sich wirklich. Also, los geht's, Film ab. Thank you.
Green, but that is actually not they are using so colors, especially particular like these colors they are specially used for these paintings. We can see upcountry everywhere that ancient temples like this art. Yeah, something like that. That is a little blackish. Blackish. Yeah. Then there's some special pencils also. That is we call charcoal pencil. Charcoal. Uh-huh. Yeah. Okay. I can give my card for you. You know what then? I'm going to go over there.